Mein Lieblingsprogramm war tatsächlich KineMaster, also das Videobearbeitungsprogramm, weil ich nicht gedacht habe, dass man so einfach Videos tatsächlich bearbeiten kann. Es geht vielleicht sogar mit der Apple iPhone-Version noch ein bisschen Ticken leichter, wer weiß es schon. Aber es war schon, wir haben ja innerhalb von einer knappen Stunde ein Video geschnitten, hätte ich nie gedacht. Ich fand richtig cool das Tonbearbeitungstool, muss ich sagen, weil es eigentlich wirklich wie in der Arbeit am PC sozusagen ist. Man kann alles schneiden und wirklich leicht eigentlich einen Beitrag aufbauen, indem man Sachen reinzieht. Und das nimmt sich eigentlich nicht viel von der Arbeit, die man so im Studio macht oder in der Redaktion macht. Heißt, kann man auch ganz leicht unterwegs machen. Was ich auch sehr, sehr cool fand, weil wir eben bei uns in der Arbeit auch viele Videos drehen, ist dieses Woodio, also auch eine App, die man sich runterladen sollte auf jeden Fall. Gilt zwar nur für Smartphone und nicht für Android, deswegen sollte man sich dann vielleicht eher ein Smartphone, das ein iPhone ist, zulegen. Aber da kann man eben mit Audio und Video und Bildern arbeiten und das finde ich richtig cool, gerade wenn man einen Außentermin hat. Das ist eine gute Frage, weil einiges sehr cool und neu vor allem für mich war. Aber ich glaube, Snapchat macht für mich vielleicht eine große Begeisterung aus, weil Snapchat einfach ja so bekannt doch innerhalb Deutschlands ist, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht vermutet, wenn man denkt eher, es ist eine Spielerei für 16-jährige Mädchen oder auch Jungs, die sich irgendwelche peinlichen Fotos schicken, die dann auch gleich nach 10 Sekunden wieder gelöscht werden. Aber man kann auch viele lustige Geschichten daraus machen. Ansonsten finde ich persönlich Periscope sehr faszinierend. Das Livestreaming, dass andere Leute das mitverfolgen können. Aber auch da stelle ich mir im Radiosender die Nutzung schwierig vor. Eben, wenn man besondere Studiogäste hat, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und da wollen wir es jetzt tatsächlich auch einbauen, fällt mir ein. Aber nicht mit Periscope, sondern mit Facebook Mentions. Das hat der Daniel auch kurz angesprochen. Das ist eigentlich dasselbe, nur bei Facebook. Da basteln wir gerade dran. Wenn ich in Zukunft rausgehe, werde ich vermutlich das Aufnahmegerät immer mehr zu Hause lassen. Also es kann gut sein, dass man vielleicht beim ersten Mal noch beides mitnimmt, weil es natürlich eine neue Erfahrung war und man traut neue nie so. Aber es war toll zu sehen, dass es auch ohne Aufnahmegerät geht, ja? Dass ich das alles mit dem Smartphone machen kann in der gleichen Qualität. Und das habe ich schon dabei. Also warum sollte ich dann das Aufnahmegerät noch mitnehmen? Irgendwann wird es im Schrank bleiben.